Sehr geehrte Frau Gastordnungsvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Ich habe vor dem Hintergrund der mir zur Verfügung stehenden Informationen der außerordentlichen Sitzung der Betriebskommission und im letzten Finanzausschuss für diesen Entsorgungsvertrag gestimmt. Allerdings, und das wiederhole ich nochmal, vor dem Hintergrund der mir zur Verfügung stehenden Informationen. Aus unserer Sicht hat sich die Sachlage in der Zwischenzeit ein wenig geändert. Der Kollege Völler hat im Finanzausschuss, Sie werden sich sicherlich erinnern, die Frage nach der aktuellen Kapazität des Mühlheizkraftwerkes gestellt. Die Antwort lautete von dem kommissarischen Dienstleiter, Herr Kaufmann, 210.000 Tonnen pro Jahr. Da kam ich dann irgendwie ins Grübeln. Und dann habe ich recherchiert, unter anderem beim Regierungspräsidium. Die Gremien sind offensichtlich nicht entsprechend vollumfänglich informiert worden in der Kapazitätserweiterung des Mühlheizkraftwerkes. Das Mühlheizkraftwerk hat am 8.11.2016 den Antrag auf Kapazitätserweiterung gestellt. Diesem Antrag ist mit dem 19.09.2017 stattgegeben worden auf das Volumen insgesamt von 202.000 Tonnen pro Jahr. Das bedeutet, dass wir im Zuge der Diskussion um den Fortbestand des Entsorgungsvertrages nicht mit den notwendigen Informationen versorgt worden sind. Das ist im Grunde genommen ein Skandal. Mal abgesehen von der Frage, wie denn die Kapazitätsaufstockung von knapp 52.000 Tonnen mit Volumen gefüllt wird. Fragestellung diesbezüglich, wer sind die Kunden, wie lang sind die Laufzeiten und so weiter und so weiter. Stelle ich mir die Frage, wie denn die Stadtverordneten hier und heute einer Magistratsvorlage zustimmen oder nicht zustimmen wollen, wenn ihnen der wesentliche Teil, nämlich der Vertrag, an sich nicht zur Verfügung steht. Das ist dann im Prinzip der zweite Skandal. Die Magistratsvorlage liegt vor, aber nicht der eigentliche Vertrag. Es gibt einen Vertrag vom November 2009, den liegt aber ganz offensichtlich auch den Stadtverordneten nicht vor. So. Also, ich frage mich, wie die Stadtverordneten den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt erklären wollen, wie sie zu so einer Entscheidungsfindung kommen. Also wer das mit Sicherheit, wer das fertig bringt, der schafft es auch, das legendäre Kamel durchs Nadelöhr zu führen. Aus unserer Sicht besteht in dem Zusammenhang auch weiterer Beratungsbedarf. Denn die langfristige Planung muss im Prinzip klar und deutlich kommuniziert werden, auch im Hinblick jetzt auf diese Entscheidung vom Regierungspräsidium. Und ich glaube nicht, dass den Stadtverordneten hier diese Entscheidung vom Regierungspräsidium vom 19.09.2017 zur Verfügung steht.